Dr. El-Hakim erwartet auf der Orthopädie einen Patienten, der nach einem Sportunfall vor 2 Wochen zur Kontrolle erscheinen soll. Doch Versicherungskaufmann Lars ist heute erneut verunglückt. Dass seine leicht bekleidete Begleiterin damit zu tun hat, wirft bald unangenehme Fragen auf. Hallo. Da sind Sie ja wieder. Wir hatten ja einen Kontrolltermin, glaube ich, oder? Ja. Müssen wir gucken. Da ist leider gerade ein Techniker bei mir im Raum, weil mein Computer kaputt ist die ganze Zeit. Mhm. Wir gehen mal ganz kurz hier, weil andere Patienten hier sitzen, müssen wir nicht unbedingt alles ja, hier. Ja, der hat ein bisschen Schmerzen. Der ist gerade noch ein bisschen. Ja, der ist gerade ein bisschen umgeknickt. Sie sind die Freundin? Nee, sie ist nicht meine Freundin, sie ist meine beste Freundin. Ja. Jetzt wieder frisch umgeknickt? Ja, beziehungsweise vor kurzem halt. Jetzt heute am heutigen Tag, vor kurzem. Vorhin bin ich halt beim Tanzen ein bisschen. Beim Tanzen? Ja, beim Tanzen. Ich guck mal gerade, ob der noch da ist. Na, Elias, also, dann können wir doch da. Gerne, sonst müssen wir kurz. Ja, also, wenn ich mich dran erinnere, haben wir doch gesagt, 6 Wochen schonen, Ruhe, nichts machen. Ja. Wir haben noch ein MRT gemacht. Das haben wir. Sind Sie durch? Computer läuft wieder, alles wieder okay. Super. Und Nina? Alles klar, geht's dir? Hallo, Sophia Wender. Hallo. Hi. Sie sind die Freundin jetzt. Okay, und Sie sind jetzt nur die Begleitung. Genau. Okay, nur dass ich so ein bisschen den Durchblick habe. Meine beste Freundin. Also ich bin die beste Freundin. Meine Freundin. Es war schon eine sehr auffällige Situation, dass der Patient von einer Freundin begleitet wurde. Oder letztendlich stellte sich heraus, dass es eine Begleitung lediglich war, die doch leicht bekleidet war. Und als die eigentliche Freundin dazu kam, stellte sich heraus, dass die beiden Damen sich doch kannten. Aber man hat schon gemerkt, dass eine emotionale Kälte da war und dass halt die Luft gewisse Spannung hatte. Und wir wussten am Anfang nicht, woran es lag. Sie hatten ja eigentlich heute einen Kontrolltermin. Einfach, wir wollten ja gucken, was mit dem Knie ist. Weil, wie gesagt, das letzte Mal im MRT vor 14 Tagen, 15 Tagen, hat man doch gesagt, Verschleiß, nichts Dramatisches, da hatten sie sich ja verdreht. Genau. Und jetzt wieder Schmerzen. Jetzt habe ich wieder Schmerzen. Und zwar, es hat sich ein bisschen verschlimmert, habe ich das Gefühl. Und ich habe mich halt verdreht beim Tanzen. Ja. Beim Tanzen? Beim Tanzen habe ich mich da verdreht. Beim Tanzen? Ja, ich habe getanzt. Nina hat halt gefragt, ob ich ihr helfen könnte. Und ihr Partner, ist, Trainingspartner ist ausgefallen in der Tanzschule. Und deswegen habe ich dann ihr ein bisschen geholfen. Und dann bin ich ein bisschen fester aufgetreten und habe das Gefühl, einfach irgendwie fühlt sich taub an. Das ist irgendwie ein bisschen. Und da tut's weh. Leicht, es tut weh. War so richtig so ein Sturz da drauf? Ja, also, es war richtig. Und das ist hier? Ja, genau. Als ich Nina und Lars hier in der Klinik zusammen gesehen habe, da hat sich mir der Magen umgedreht. Ich weiß, dass ich als Freundin eigentlich für ihn da sein müsste, aber ich weiß nicht, wie im Moment. Fällt mir das einfach sehr schwer. Machen wir ein Röntgenbild, weil ein MRT haben wir ja schon gemacht. Und da gucken wir halt, ob jetzt knöchern irgendwas ist. Wenn nichts ist, gucken wir gleich noch mal irgendwo, dann untersuche ich das Knie. Okay. Ja, aber dann haben wir schon mal vorgeschaltet. Okay? Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder zu mir und dann gucken wir. Lebensgefährtin Sophie ist sicher, dass Lars ihr eine Affäre mit Freundin Nina verschweigt. Sie hat ihm heute heimlich nachspioniert und dabei mehr gesehen, als ihr lieb war. Nach dem Röntgen kann sie die Anwesenheit ihrer vermeintlichen Rivalin kaum noch ertragen. Wie erwartet. Gott sei Dank nichts. Also zumindest knöchern nichts. Ich kann ja nur Knochen sehen. Ja. Erzählen Sie nochmal, wo tut es denn genau weh? Also es tut hier im inneren Bereich. Musst du nicht vielleicht ins Tanzstudio zurück, wo jetzt das Knie in Ordnung ist? Ja, eigentlich schon. Ich gehe auch jetzt. Okay. Ja. Gehst du? Ja, okay. Ja. Okay. Tschüss. Viel Spaß Tschüss, noch. Ciao. Ja, wenn was ist, sagst du dann Bescheid. Ja, mach ich dann. Wir passen schon auf ihn auf. Ja, tschüss. Okay. Also folgendes, ich habe ziemlich starke Schmerzen innen drin, aber irgendwie, es kribbelt. Also nicht nur im Knie, sondern es zieht auch noch. Ja, beziehungsweise ich spüre das von hier hinten langsam. Hinten heißt Rücken, oder? Ja, vom Rücken hinten, ja. Und okay, also nochmal für mich. Also die Schmerzen, die hier sind, die sind beim Tanzen aufgetreten, aber die hatten Sie vorher schon. Ja. Die sind nur schlimmer jetzt geworden und Sie haben so ein Taubheitsgefühl und, genau, und Schmerzen, die ausstrahlen nach unten. So, ja, das zieht sich komplett. Jetzt hast du aber nichts gesagt. Jetzt auch noch auf Schmerzen im Rücken? Ja, ich verstehe das nicht. Von der Wirbelsäule hier was hat und das. Also ich würde mir ganz gerne mal gleich mal die Sachen angucken, ja? Wenn Symptome geäußert werden, die mit der eigentlichen Organlokalisation nichts zu tun haben, wie in diesem Fall zum Beispiel Taubheitsgefühl, Ausstrahlung, die von Bereich der Pobacke oder Rücken nach unten ziehen, aber sich im Knie lokalisieren oder äußern, da muss man dran denken, dass auch vielleicht die Beschwerden von woanders kommen können. Deswegen muss man immer halt ganzheitlich und die Anamnese, wenn möglich, halt ausführlich machen, damit man letztendlich die tatsächlichen Beschwerden auch einem Organ oder einer Stelle halt zuordnen kann. Von den Symptomen her sieht es so aus, als ob es was von der Wirbelsäule herkommt. Und meistens von diesen Beschwerden her, dass halt hinten in der Kniekehle und nach unten und dass halt
dieses nach unten strecken, also dieser Steppergang nicht mehr möglich ist, das ist ja schon schwach. Das spricht immer dafür, dass im unteren Wirbelsäulenanteil irgendwas sich abspielt. Meistens. Aber sowas kommt vom Tanzen? Kann, muss nicht sein, das kann eine Verletzung, das kann anlagebedingt oder sonst was. Aber damit wir es nicht hinterherlaufen, weil es doch für mich schon ein bisschen akuter ist, dass es so schnell aufgetreten ist. Wir gucken, ob wir schnell einen MRT heute noch kriegen. Ja, ist sehr jung und diese Symptome, gucken, da können wir danach nochmal sprechen, okay? Sophie ist zwar immer noch eifersüchtig, doch inzwischen hat die gelernte Erzieherin auch große Angst, dass die Gesundheit ihres Freundes auf dem Spiel stehen könnte. Während Lars zur MRT-Untersuchung gefahren wird, sucht die junge Frau das Gespräch mit dem Chirurgen. Was heißt das? Was gelähmt oder spürt nicht? Nein, also Gott, er hat ja noch keine Lähmung. Er hat ja nur im Moment Taubheitsgefühl und eine Schwäche. Das ist schon Beginn einer muskulären Reaktion. Wir müssen mal gucken. Meistens ist es die Bandscheibe, die irgendwo drauf drückt und halt die Nerven ein bisschen irritiert. Ich mache so Vorwürfe, weil ich war jetzt so kalt zu ihm. Weil, ja, Sie sind ja nicht schuld, dass er jetzt so. Nee, aber ich habe die Tage seinen Browser zumachen wollen und habe halt gesehen, dass von Nina da Nachrichten vorhanden sind. Nina war die Freundin, die gerade mit war. Ja, genau. Okay, deswegen, also auch so ein bisschen, haben sie wahrscheinlich gemerkt, ist nicht so ganz schön jetzt gewesen, sie hier zu sehen, weil die beiden waren mal vor vielen Jahren zusammen, aber daher Wetterwind. Ja gut, ich bin ihm nachgefahren, weil er sagte mir, dass er sich mit Felix und Jakobs verabreden möchte und das war nicht der Fall und dann habe ich die beiden zusammen eng tanzen gesehen und deswegen, aber ich wollte natürlich jetzt auch nicht so, ich kann es ja verstehen, aber eins ist klar, sie sind nicht schuld an seiner Situation jetzt, wenn er sich halt nicht geschont hat und doch irgendeinen Schaden hatte und das so ein bisschen verschleppt hat, da sind sie sicherlich nicht schuld. Das andere, ich kann es verstehen, ist aber nichts dahinter oder wenn doch was ist, ich glaube, da müssen sie und ich befürchte, da kommen sie nicht dran vorbei, da müssen sie sich mal zusammen hinsetzen, wenn wir jetzt wissen, was mit ihm los ist. Ich bin über den Rat von dem Arzt wirklich sehr dankbar, dass ich noch mal ganz in Ruhe mit Lars reden soll. Ich weiß nur nicht, wie ich das im Moment anstellen soll. Ich habe wirklich gedacht, dass wir zusammenbleiben. Ja, ich dachte für immer. Aber jetzt? Die bevorstehende Aussprache des Paares soll nach dem MRT noch für eine große Überraschung sorgen. Zuvor braucht allerdings ein älterer Herr in Begleitung seiner Ehefrau die Hilfe von Dr. El-Hakim. Nach einer Schulter-OP vor wenigen Wochen klagt der 66-Jährige plötzlich über Schmerzen. So, erzählen Sie mal. Ja, ich mache mal die Tür zu. Wir hatten ja die OP gemacht, Sie sind entlassen, da war alles schick. Ja. Und jetzt kommen Sie und haben Beschwerden? Es geht mir insgesamt gut, nur die Schulter schmerzt hin und wieder etwas. Herr Schneider war ängstlich, weil er etwa 14 Tage zuvor eine Schulterprothese bekommen hat und jetzt hat er sich unwohl gefühlt und hatte Angst, dass ein Infekt oder letztendlich eine Störung davor liegt, was berechtigt war. Haben Sie irgendwas Besonderes gemacht? Haben Sie sich überanstrengt? Sind Sie gefallen? Ich sollte mich sehr bewegen. Das war Ihre Bitte. Bewegen, aber im Rahmen. Im Rahmen. Ja. Und ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir einen Hund zugelegt. Sie sind aber mit dem Spazierengehen oder so nicht gestürzt, hat auch nicht so gezerrt, ist nichts passiert. Okay. Ist ein bisschen wild. Mich auch gekratzt, wie Sie sehen. Und Sie sind jetzt von dem Hund. Sie sind jetzt von dem Hund. Ja. Und ich hoffe, das lässt auch danach. Sind Sie sicher, dass das ein Hund ist? Das sieht mir eher nach Katze. Nein, es ist ein kleiner Hund. Das ist er doch. Das ist er doch, der Nein, das ist auch nur ein Scherz. Also, was wir haben jetzt leider leicht erhöhte Entzündungswerte. So frisch nach einer Operation, die Werte nach der Operation sind immer ein bisschen erhöht, aber dann sind sie wieder fast normal gewesen. Sie sind doch ein bisschen wieder ansteigend. Sie sagen, sie haben Schmerzen. Was mich so ein bisschen beunruhigt, ist im Prinzip, sind diese Kratzer, die sie da haben. Kleine Hunde, Katzen machen es ja auch. Auch mal ein bisschen geschleckt und geleckt und das macht und Küsschen hier und Küsschen dort macht man ja gerne mit solchen weniger okay so wie es im Moment aussieht, die Kratzer und die Entzündungswerte, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ob es nicht doch ein paar Keime sind, die eingeschwemmt wurden durch diese oberflächlichen Verletzungen, die sie haben. Ist das leider so, in dem Speichel von den Tieren, gerade halt bei Hunden und bei Katzen, sammelt sich in Schleim Häuten, in den Taschen, die sie haben, halt sind Keime, sind normal, die sind da. Nur wenn halt Verletzungen da sind, oberflächliche, so wie bei ihnen ist Kratzer, und da kommt halt so ein bisschen Speichel von den Tieren noch dazu, dann kann es halt in den Körper eingeschwemmt haben. Damit wir nicht einen Infekt hinterherlaufen, würde ich ihnen gerne ein Antibiotikum geben für 7 Tage.
und dass wir halt in den nächsten 3 Tagen das Ganze uns mal richtig engmaschig und scharf angucken. Ja. Wenn es schlimmer wird, Fieber bekommen, sich unwohl fühlen, Krankheitsgefühl haben oder sonst irgendwas, sofort, dann bleiben Sie stationär. Ich möchte es Ihnen nicht wieder antun, weil Sie lagen ja schon hier. Der Rentner nimmt die Diagnose mit Humor, weil er so viel Freude an seinem Hündchen hat. Seine Entzündung wird dank des Antibiotikums schnell verheilen. Nun kehrt Patient Lars von der MRT-Untersuchung zurück. Der Verdacht, was seine Knieschmerzen und das Taubheitsgefühl verursacht, scheint sich zu bestätigen. Jo, wie vermutet. Also, das ist der Übeltäter. Sie haben da einen Bandscheibenvorfall, schon ziemlich groß, und das drückt da drauf. Ja, müssen Sie sich vorstellen, die Leitung kommt hier runter, ist normalerweise frei. Es kommt in so einen Ball von außen und drückt die ganze Zeit da drauf. Die Nerven, die melden sich. Und je nachdem, welche Nerven betroffen sind, haben sie Schmerzen, Taubheitsgefühl oder sogar diese Schwäche. Okay. Ja, woher kommt sowas? Es kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, meistens ist es ja leider halt falsch tragen, falsch bücken, falsch sitzen. Also, und wenn er natürlich sich auch jetzt in letzter Zeit sportlich aktiv falsch bewegt hat, nämlich tanzen mit den Schmerzen, das Ganze begünstigt. Und das hat es nicht ausgelöst, aber das hat das Ganze begünstigt und das haben sie verschlimmert, mit Sicherheit. Die Therapie von Bandscheibenvorfällen ist vielfältig. Früher hat man sehr häufig und sehr schnell viele Bandscheiben operiert. Man geht heute davon aus, dass halt die konservative Therapie, das heißt ohne Operation, doch zum Erfolg führt. Selten muss man doch operieren, oder halt seltener muss man operieren als früher. Und zwar, wenn halt Lähmungen bzw. akute Situationen auftreten. In diesem Fall hätten wir es dem Patienten empfohlen, dass er halt eine sehr intensive krankengymnastische und schmerztherapeutische Behandlung sich unterzieht. Und wir hätten die einigen Wochen gewartet und abgewartet, was überhaupt dann für Symptome noch bleiben oder ob überhaupt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung auftritt. Und danach eine erneute Entscheidung, ob letztendlich eine Operation nötig ist. Ja? Ganz ehrlich, jetzt hör doch mal auf. Was ist da mit dir und Nina? Ich habe dich doch mit ihr gesehen. Ich bin dir gefolgt. Du bist ganz eng mit ihr im Studio gewesen. Ich habe das alles gesehen. Sie kriegen jetzt also, du hast mir erzählt, du bist mit Felix und Jakob. Und ich habe das gesehen. Du schreibst ständig mit Nina. Raus mit der Sprache, ehrlich. Jetzt reicht's langsam. Sophie, ehrlich, ich hab mit Nina nichts am Laufen. Es läuft nichts mit Nina. Ehrlich nicht. Warum lügst du dann die ganze Zeit? Du bist so geheimnisvoll in letzter Zeit. Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Nina ist für mich wie eine Schwester. Ja? Du musst mir einfach nur vertrauen und glauben. Ich hab mit Nina nichts. Ihr Trainingspartner ist... Okay, so, was ist das denn für ein was ist denn das denn? Weißt du? Entschuldigung, wir müssen mal eben... Ja, wir fahren mal raus. Was ist hier los? Es ist nicht alltäglich, dass Musik auf dem Flur in einem Krankenhaus gespielt wird, zu bestimmten Veranstaltungen oder Anlässen, dann weiß man es im Vorfeld. Aber hier war es überraschend, dass plötzlich Musik auf dem Flur gespielt hat. Und als wir dann gesehen hat, wer letztendlich dahinter steckte und der Anlass, waren wir doch alle sehr überrascht. Kennen Sie die Herren? Ja, das sind meine besten Freunde. Ja. Okay. Ach, das ist doch hier Ihre... Das ist meine... Ja. Okay. Also, jetzt oder nie, Lars. Ich find's nett, Sophie. Was meinst du denn? Guck mal, du bist die Liebe meines Lebens. Du bist die Liebe meines Lebens. Und es war alles, sollte eigentlich alles anders laufen. Es war alles anders geplant. Und nun sind wir jetzt hier und du bist für mich die einzigste Frau auf der ganzen Welt. Ich war mit Nina die ganze Zeit unterwegs. Ja. Sie hat mir geholfen. Sie hat mit mir Tanztraining absolviert, beziehungsweise wir haben das alles einstudiert. Es ist leider nicht so nach Plan gelaufen. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Du bist die einzigste Frau für mich. Ich würde auch gerne auf die Knie gehen, aber ich kann das jetzt gerade nicht machen. Und ich wollte dich einfach nur fragen. Ja. Oh Gott, wie konnte ich mich nur so täuschen? In Lars und auch in Nina. Ich glaube, Nina muss von mir eine Entschuldigung bekommen. Ich bin überglücklich, dass die beiden nichts miteinander haben. Und ja, letztendlich, die haben einen Hochzeitsantrag für mich eingeplant. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich bin, ich habe ja gesagt. Lars und seine Verlobte Sophie stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Der 29-Jährige konnte die Klinik nach nur einem Tag wieder verlassen. Von seinem Bandscheibenvorfall hat er sich ohne Operation vollständig erholt.